Und weiter geht's. Ich spreche jetzt mal ein bisschen lauter. Das, was ich vorhin da so geredet habe, scheint ein wenig leise zu sein. Welche Sporthalle? Sieht aus wie ein Parkour. Bestimmt nicht. Nee. Ui. Dann war das jetzt nicht. Guten Tag. Das ist wohl die Kantine, der wichtigste Ort, egal wo man ist. Haha. Noch eine verschlossene Tür. Das ist halt nicht, kennen wir. Oh, schön. Ja, ich versuche dann noch ein bisschen was an der Lautstärke zu drehen, wenn ich das bearbeite. Aber ich kann für nichts garantieren. Also sollte das leise sein, bitte ich das zu entschuldigen. Ich schaue nochmal, ob ich mein Headset wieder heil kriege. Das hier ist wie gesagt nur ausgeliehen. Küchen, kommen Sie bitte zu den angegebenen Mahlzeiten wieder. Ich habe nicht mal eine Uhr. Programm macht mich kirre seit Tagen. Fragen wir doch ihn dort. Meister. Bitte was? Was ist denn das hier? Ich glaube, ich habe mich da eben verhört. Entschuldigung, Sir, wir wollten nur wissen, was das hier ist. Hier ist das Lazarett. Hierher kommt Verwundeten und der Arzt hier. Der untersucht euch auch, wie etwa bei der Arztprüfung. Und ist der Klassenraum. Naja. Und du Freundchen, hier wird jeder, der über dir steht, mit Sir oder mit dem Rat angesprochen. Haben wir uns verstanden? Ja, schon gut. Helden sind ja so gemein. Da kann sich der Otto normal gar nicht gegen wehren. Verschlossen. Und das hier ist die Baracken der Marschall. Dort ist ihnen kein Zutritt gewährt. Unten dort ist die Magiergilde. Auch kein Zutritt. Nur für die höchsten Magier. Wow. Meine Taubstuhl. Ausnahmslos. Irgendwie muss es ja mit dem Plot weitergehen. Die Baracken. Sag nichts. Unsere Stuben. Unsere ist die Nummer 1. Ja, genau. Dritte Baracke. Dritte Baracke. Schön. Yay. Mach einen Speicherpunkt. Schau mir gerade ein anderes Let's Play von TwoNG an und sind die Speicherpunkte da. Wobei Ra noch vor sich ausgerüstet ist. Kiste öffnen wir. Ja, was müssen wir jetzt noch machen? Wir waren glaube ich überall drin. Das ist das große Tor. Der Eingang für Größere und für Gäste. Das wissen wir auch. Genau. Da geht's nicht weiter. Auch nicht. Dann gehen wir zurück. Hey ihr kommt gerade noch rechtzeitig. Das Abendessen steht an. Die Kantine ist von hier aus links geradeaus durch, dann rechts und die dritte Tür oben ist die Eingangskantine. Herrlich, diese Wegbeschreibung. Hol das Essen am Tresen ab und lass es euch schmecken. Alles klar. Endlich, ich habe echten Hunger. Nicht den falschen, den echten. Geht schon mal vor, ich muss mich noch schnell erleichtern. Ja. Da
Das ist, glaube ich, das erste Rollenspiel, in dem daran gedacht wird. Wow. Rekrutwoche 38, Nummer 5. Jemanden zu, dann essen wir mit Karl. Ach, stress mich. Tatsächlich auch nicht. Da ist kein Essen. Why? Bitteschön. Frank, hier unten sind wir. Hier hinten. Überall Speicherpunkte. Herrlich ist das. Was ist das? Kartoffelsuppe. Na dann, guten Appetit. Nichts machen. Köstlich. Aber hier sind so Soundeffekte oder sowas. Naja, Details. Wunderbar. Hey, sind das da recht nicht die Marschalls? Ja, das sind die drei. Die sollen echt stark sein. Leutnant Parrot, können Sie uns etwas über die erzählen? Ah, der Papagei. Die Marschalls. Also, die Marschalls haben das Sagen hier. Um Marschall zu werden, müsst ihr den Leutnant gemacht haben. Ab dann kommt ihr in eine 2 Jahre lange Ausbildung. Marschall Colwell, der mit dem braunen Haaren, ist der Repräsentant. Es kommt schon mal vor, dass er mit bei den Kämpfen ist. Ja, außerdem müsst ihr ihn kennengelernt haben. Der Kerl, die Freiburg, Alter. Marshall IQ, der Blonde mit der Sonnenbrille, ist der Personalchef hier. Er verwaltet Rekruten, Soldaten, Angestellte und so weiter. Marshall Xan, der mit dem Bart, befehligt über die Truppen. Wann wer wohin geht, entscheidet er. Ihr wisst ja, solange ihr noch Rekruten seid, dürft ihr die nicht ansprechen. Ist ja wie im Sumpflager. Haha, Insider. Ihr könnt das vielleicht, aber sie werden euch keinesfalls anfangen. Ich kann alles. Ich bin ein Held. 2 Jahre Ausbildung. Und warum wir rekruten nur eine Woche? Feuerholz, ne? Als Soldaten habt ihr beispielsweise nur Wachaufgaben. Sagen wir Defensiveinsätze. Als Söldner dagegen habt ihr manchmal noch Offensiveinsätze. Angriffe auf Krisengebiete zum Beispiel. Ja. Nach dieser Woche seid ihr Soldaten. Ihr müsst nicht viel wissen, was ihr wissen müsst, lernt ihr in der 1 Woche. Wow. Ich trinke mal kurz den Schluck. Ich glaube, nächstes Video schreie ich mal. Okay, um 20 Uhr ist Bettruhe bei euch. Um 6 Uhr morgen werde ich euch wecken. Habe ich da ein Wort überlesen? Wahrscheinlich stand da mit einem guten Morgen drauf. Oh, klar. Nee, nix ist klar. Du. Nicht. Oh, die haben alle die Augen zu. Oh. Ja. Das war authentisch. Nicht gut. Was ist das? Nee, ich kann nicht schreien. Was ist das denn hier? Gefeuert. Hä? Mama. Mann, ich kann so Leute nicht. Tut mir leid, Leutnant. Sehr gut. Die Sekunden, die Sie mehr als die anderen geschlafen haben, können Sie ja gleich als Anführer beim Morgenlauf verbrauchen. Och, Gottchen. Ja, ja, Leutnant. Ist aber echt nett.
wissenschaftliche Untersuchung. Prüfung der Magie. Schulung in rechter Ordnung eines Soldaten. Gott, ich würde jetzt schon zusammenbrechen. Ah, Frühstück. Oh ja, man kennt mich ja mittlerweile, ne? Bitte schön. Cool. Oh, und ich schon wieder so ein etwas langes Gespräch. Das sieht aus wie Kartoffelsuppe. Wurstbrot. Sag ich doch. Guten Appetit. Oh Gottchen. Hui. Ich bin müde. Ich auch. Ich gehe nachher früh ins Bett um 8 oder sowas. Wovon das denn? Die ganze Zeit auf dem Dach der Kaserne. Bin man doch verrückt. Hübscher kleiner Morgenspaziergang. Ja, du bist ja auch nicht mitgelaufen. Oh mein Gott. Ich kann nicht glauben, dass sie das gesagt haben. Wenn ihr fertig seid, gehen wir zum Onkel Doktor. Er wird euch untersuchen, zu was ihr alles fähig seid. Nichts. Wie fandet ihr denn die Tour heute Morgen? Kein Ding. Das bisschen herumgelaufen macht mich noch nicht kalt. Soll ja warm machen. Ja, für dich. Ich war das überhaupt nicht gewohnt. Zweimal noch und für dich ist das auch ein Zuckerschlecken. Ich bin bis nach Aladdin gelaufen. Das hier war für mich ein bisschen zum Wachwerden. Ach, dieses Headset ist viel zu klein. Ihr seid wohl alle fertig. Dann ab zum Arzt. Ah, ich kratze ab. Fangen wir mit Joe an. Fangen wir mit Joe an. Ich kriege die Stimme von dem Alten hin. Ja, wir haben es übrigens 12 oder fast 13 Minuten um. Glaube ich. Glaubst du, da stellt man die Unfähigkeit fest? Ach, naja, ich schneide hier nochmal. Wir sehen uns dann gleich wieder bei Holy Trinity, die Apokalypse.